Hallo liebe Wohnmobilfreunde, ihr kennt ja auch viele Firmen im Zusammenhang mit der Reisemobilbranche. Dazu gehört ja die Firma Goldschmidt. Goldschmidt bürgt für Qualität, aber um die Firma geht es jetzt nicht. Neben der Firma Goldschmidt in Waldürn gibt es ja ein Bistro. Das Bistro gehört dem Firmengründer der Firma Goldschmidt, dem Dieter Goldschmidt. Dieses Bistro wird ja als Steakhouse angepriesen und ich möchte jetzt wissen, erstens, sind die Steaks so gut? Zweitens, hat es überhaupt Leute da? Drittens, lohnt sich's, dorthin zu fahren? Das werde ich heute testen und eins sage ich euch jetzt schon, der Dieter weiß von nichts. So, ich bin jetzt also hier beim Bistro in Waldürn und jetzt schauen wir da rein und der Tester macht als erstes natürlich einen Blick in die Küche. Das muss der Küchenchef sein. Ja, stimmt das? Ist das der Küchenchef? Ja, ich bin der Küchenchef. Schönen guten Abend. Und der Name? Mein Name ist Loga Alexander. Der Alexander. Alexander. Also, Alexander. Alexander. Heute Abend kommen ja viele Gäste und ich bin der Steak-Tester. Das heißt, ich möchte wirklich wissen, sind die Steaks auch so gut, wie da gesagt wird? Man liest viel bei Facebook. Ich weiß, dass viele Wohnmobilisten hier hinkommen. Darum dachte ich, jetzt will ich es selber auch wissen. Also, Folgendes. Als erstes müssen wir wissen, hat es überhaupt Steaks hier? Ja, jede Menge. Also wir sind gut ausgerüstet, gut ausgestattet. Wir haben viel vorbereitet. Es gehen heute Abend einige Steaks über die Theke. Die sind zum Teil mariniert. Der Rest, wenn das Fleisch gebraten ist, kommt dann extra noch frische Kräuter auf die Steaks und das gibt dann nochmal den besonderen Geschmack. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob der Küchenchef wirklich Ordnung hat in der Küche. Und da soll er mal den Kühlschrank aufmachen. Wo ist der Kühlschrank? Der Kühlschrank? Der Kühlschrank ist hier. Es ist im Moment noch sehr klein. Wir sind da in der Anbauphase. Im Moment reicht es noch aus, aber wenn dann der Neubau dasteht, das Restaurant, dann haben wir komplett neue Kühlhäuser, neue Einrichtungen. Laut Gesetz muss der Grad, wie viel Grad darf es da drin haben? Das Kühlhaus hat 2 Grad, sollte nicht mehr wie 2 Grad haben. Wo ist das Thermometer? Das Thermometer ist hier oben, es hat im Moment jetzt 4 Grad, wahrscheinlich, weil wir es gerade geöffnet haben. Ja, das liegt in der Toleranz sehr gut. Und wo ist das Fleisch? Das Fleisch haben wir einmal, ich zeige Ihnen das mal hier. Also hier haben wir jetzt mal das Fleisch pariert, noch nicht zugeschnitten. Ein Teil ist schon portioniert und gebraten. Es kommt jetzt darauf an, wie viele Leute heute Abend noch kommen. Ich weiß, es kommen einige, so um die 30. Mhm. Wenn ich dann genau Bescheid weiß, werde ich die Steaks alle noch runterschneiden, frisch braten und fertig machen. Und das sind von Schweizer Alpkühen, hä? Das sind Schweizer Alpkühen. Wir haben verschiedene Fleischsorte. Das überwiegend haben wir argentinisches Angus, aber je nachdem, jetzt werden wir auch uns andere Fleischsorte zulegen, auch mehr international für unser Steakhouse. Gut. Alexander, habt ihr auch was Besonderes? Besonderes haben wir heute Abend. Es ist schon. Es sind schon einige bestellt, das sind unsere 500 Gramm Steaks. Wow. Das ist also vom Angus-Rind, argentinisch. Es ist ein sehr schönes Fleischstück, 500 Gramm. Ist schon eine große Portion, aber die Leute bestellen das, weil sie es gern essen und auch viel davon. Gut, also jetzt störe ich dich nicht mehr, aber ich werde dann ein paar Kunden fragen, ob es auch wirklich so gut ist, wie es aussieht. Ich gebe immer mein Bestes, unsere Qualität stimmt und hoffe auch, die Qualität stimmt heute Abend. Sehr gut. Vielen Dank, Alexander. Bitteschön. So, die Leute sind also hier und jetzt wollen wir wissen, was mit den Steaks los ist. Oh, hey, hallo, Küchenchef. Ich weiß, du bist total engagiert, aber sag mal, wo sind denn die Steaks? Die Steaks, Leute warten. Die sind hier in diesem Ofen. Die werden gleich hier auf dem Tisch stehen. In wenigen Minuten.
Das heißt, Sie kriegen zu essen da die Leute? Na sicher, das ist alles vorgestellt und es geht auch alles raus. Ich sollte also jetzt aus dem Weg, die sind voll im Stress. Die Leute hinter mir warten aber bereits auf den Steak-Teller. Der kommt in wenigen Minuten. Einmal Englisch hatte ich. Ich hatte Englisch. Ich habe noch Medium. Du hast Medium. Also ich habe Medium. Ole, meinst du, lohnt sich das wegen den 500 Gramm hier hinzukommen? Das rentiert sich sehr. Schon? Also ich finde schon, das ist schon eine Reise wert. Du Markus, so schlecht sieht das gar nicht aus, wie du gesagt hast, gell? So, meine 500 Gramm waren sehr gut. Jetzt fragen wir aber noch die anderen Gäste. Wie war das Steak? Vielen Dank. Das Steak war super, super gut. Aber deins war sicher zu viel. So viel kann man doch gar nicht essen, auch als Mann. Das ist unanständig. Es geht ja jetzt nicht um mein Steak, sondern um deins. Deins war sehr gut. Es war wäldern, es war innen rosa, es war außen knusprig, speziell gut. Besser geht's nicht. Das ist ja richtig erotisch. Gut. Besser geht's nicht. Ja, da fragen wir den Mann, was meint der? Steak, wie war's? Das Steak war hervorragend. Das Einzige, was mich gestört hat, ich habe Blue Englisch bestellt und das war nicht ganz Englisch, es war mehr Medium. Aber es war so hervorragend gemacht, dass ich also vollauf zufrieden bin. Hallo Klaus. Ja, bitteschön. Du hattest doch auch ein Steak hier. Gott sei Dank, dass du das Gerät nicht anhast. Ja. Ich hatte ein Steak, das hat ganz lecker geschmeckt. Das nannte sich Pfeffersteak und war besonders toll. Wie im Übrigen alles, was ich bis jetzt hier gegessen habe. Eine schöne Salatgarnitur, die mir gestern Abend so gemundet hat, dass ich gesagt habe, du kannst gar nichts verkehrt machen. Alles, was du bestellst, schmeckt. Bei Goldschmidt. Bei Goldschmidt, in der Tat. Sehr gut. Also du kommst wieder. Auf jeden Fall. Aber selbstverständlich. Gut. Hier der Frank. Frank, hör mal, du hast einen Steak gehabt. Und wie war's? Ja, war lecker. Hat gut geschmeckt. Und? Ja. Immer wieder bei Goldschmidt, ja. Immer wieder bei Goldschmidt, sehr gut. Monika ist wie immer hellauf begeistert. Denn ohne Soße kein Vergnügen, sagt jeder Spitzenkoch. Und die Soße ist zum Reinlegen und Wenden und Ablecken. Also Fleisch auch, war auch spitzenmäßig. Also auch immer wieder. Immer wieder. Gestern hatten wir schon Pfeffersteak. Was, heute ihr wart wieder. Schon hier? Ja, Kathi, wir haben gestern schon einen Pfeffersteak genossen. Perfekt, es war lecker. Jetzt suchen wir den Küchenchef. Der Test ist beendet. Moment, was macht er noch? Wo ist der Küchenchef? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Mal ein bisschen Eis, ne? Eis. Ja. Hey, hör mal, jetzt unter uns. Ja. Die Bewertung. Die Bewertung? Okay. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Steaks. Da bin ich jetzt du mal gespannt. Du hast von 10 möglichen Punkten 11 gekriegt. Das ist ja Weltklasse. Du hast also 18 Steaks an unseren Tisch gebracht und alle sind heil begeistert. Okay. Und viele haben gesagt, die kommen wieder. Das heißt, du hast Arbeit. Ha? Vielen Dank. Ich bin sehr stolz auf meine... Auf deine Crew. Auf meine Crew und auf meine Gäste. Und hoffe, euch bald wieder zu sehen. Ja. Also, damit beenden wir den Test mit... Erfolg bestanden. Vielen Dank.